Vor uns liegt eine lange Reise. Diese alten Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Die Namen auf der Liste sind eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. Die Heimatwelt der Sepho. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Es gibt noch einiges zu tun, Kerl. Ja, du und ich. Wir zwei sind nicht aufzuhalten. Ist es nicht so, Kleiner? Dementis und Grease, jedes Mal perfekte Landung. Kann man so sagen. Schon mal ein Schiff gesteuert? Nein, eigentlich nur Schrotttransporter auf Bracca. Kleiner, du musst unbedingt mal wieder ins Cockpit kommen. Mit der Steuerung in der Hand hast du die ganze Galaxis im Griff. Das ist der totale Oberhammer. Klingt gut. Sag Bescheid. Hä? Nein, nicht mein Schiff. Nicht die Mantis, vergiss es. Ich meine, du solltest es mal probieren. Aber mit einem anderen Schiff. Was gibt's? Erinnerst du dich noch an den Scoutläufer? Den AT-ST? Ja, da warst du doch nah dran, oder? Worauf willst du hinaus, Grease? Könntest du so ein Ding vom Imperium ausleihen, damit ich mal eine kleine Runde damit drehen kann? Oh, du willst mir wohl beim nächsten Kampf helfen. Was? Nein, niemals! Du willst immer nur kämpfen. Vergiss, was ich gesagt habe, ja? Besorgt wegen des Sturms? Nein, mir macht ja sehr vieles Sorgen. Das Imperium, tödliche Kreaturen, schlecht gekochter Borafisch, aber in meinem Schiff ist das alles kein Problem. Sehr gut. Wir sind noch eine Weile unterwegs. Stimmt, aber daran musst du mich nicht erinnern. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Wie sind Sie eigentlich zum Jedi geworden? Ich wurde von einem Sucher entdeckt, als ich noch sehr jung war. Er hat mich zum Tempel gebracht. Oh ja, die Sucher. Die sind was ganz Besonderes, das kann ich Ihnen sagen. Sie haben keine Ahnung, was ein Sucher ist, oder? Nicht die geringste. Suchen die irgendwas? Genau. Es sind Jedi, die junge Machtbegabte suchen und rekrutieren. Wie die auf dem Holocron. Ich war auch ein Sucher. Hey, wissen Sie, was das bedeutet? Ich habe Kerl nicht entdeckt, falls Sie darauf anspielen. Nein, das bedeutet, dass ich auch ein Sucher bin. Stimmt. Ja, Sucher Grease. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay. 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 Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben.
ab, Kleiner! Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenpendler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Fall des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tut am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, BD? Wenn wir da reinkommen. Ja, ich versuch's von beiden. Danke, BD. Klettern wir nach oben. Funktioniert hat? Okay. Schub. Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale Protokoll. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich sonst. Besser. Viel besser. Das sind viele Laser. Damit werden also die Kanonen abgefeuert. Hey! Wer bist du? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht.
Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen Sie noch wütender. Die Brücke ist hin. Schalten wir sie auf. Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Zor. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerillakämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Was haltet ihr von Saws Plan? Er steht auf verlorenem Posten. Die Freiheit der Wookies ist bestimmt nicht sein einziges Ziel. Er wirkt vertrauenswürdig. Vielleicht ist er das auch. Aber hier geht es um mehr, als wir wissen. Und vergiss nicht, dass das Imperium unfair kämpft. Pass in der Raffinerie gut auf dich auf, Junge. Danke. Ich werde daran denken. Hab zu tun. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Jemand was von den Partisanen gehört? Gerüchte in den Containers, aber... nichts Handfestes. Angeblich Radikale. Das Imperium soll Kopfgelder auf sie ausgesetzt haben. Sollte ich deshalb besorgt sein? Glaub nicht. Kriegsgebiete sind schlecht fürs Geschäft. Falls überhaupt was dran ist. Ob die Inquisitoren uns hier finden? Möglich wär's. Das wollen wir nicht hoffen. Wir haben's kaum hergeschafft. Die Partisanen und Wookies waren ausgeliefert. Cal, deine Instinkte sind gut, aber das ist außerhalb deiner Kontrolle. Wir leisten unseren Teil. Mehr geht nicht. Pass gut auf.
Ich seh's mir an. Hier rüber. So müsste am anderen Ende des Grabens sein. Was ist das? Kein Durchkommen. Vielleicht ist hier irgendwas, das hilft. Die Werkbank da drüben. Vielleicht liegt da was. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurzschließen. Aktion. Eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Sie stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, komm, hey. Thank you.
Da drüben. Einer der Cutter läuft. Jedi, mit Bedacht angreifen. Er hat eine gute Abwehr. Nimm das! Bewegt sich nicht. Oh, okay. Was war da drin? Habt ihr das auch gehört? Unter euch. Nur du und ich, Abschaum. Hey, BD-1. Willst du dich wirklich in das Ding einklicken? Okay. Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Seid
Seid ihr noch am Leben? Bis jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus, sonst... Wir schaffen das. Versprochen. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung? Im Rückzug. Feind! Hier ist ein Feind! Ich hab's verstanden. Haltet genügend Abstand! Einheiten am Boden. Komm her, BD-1. Keine Wachen? Wer will ein paar Ems bekämpfen? Dann helfen wir den Wookies mal zurück in den Kampf. Gute Arbeit, Jedi. Davon. Es ist nicht weit. Erledige Aufgabe. Trete zurück, ich krieg das hin. Schaltet uns aus! Ist da jemand? Ganz egal wer. Hilfe? Dicken Zahn zu, BD-1. Sie öffnet sich nicht. Hey! Also, was war drin? Das Ding muss aufgeladen werden.
sehe nach. Ich danke dir. Zu den Zellen! Wir brauchen die Wookies, um es zu beenden. Beeilung! Ich krieg Verstärkung! Die Tür! Los, los, los! Ah! Wir sind fest! Bring sie zurück! Es ist der Jedi! Verstanden! Habe ihn ergriffen. Feuere! Gute Arbeit! Die Wookie ist jetzt frei! Rauf aufs Dach! Dabei. Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde, Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache! Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat.
So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choicek. Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choicek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Karl. Wir halten Kontakt mit deinem Schiff. Für die Sache. Du kennst Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choicek hilft dir, Tarful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet? Jemand muss das Imperium bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reise, Kerl. Wir melden uns. Ich brauche eine Sekunde. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sendungrad finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Du, Saw, und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, danke für alles. Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Mari Kosan hat uns gesagt, dass du Tarful nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Mari und Choicek schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tarful nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. BD1, pass auf Kerl auf. Gib einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Ich bin gespannt. Zurück nach Sepho, hä? Das Imperium fand vielleicht ein Sepho-Grab. Uns bleibt keine Zeit. Ha, schade. Einer von Saws Kämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Glücksspiel? Denken Sie nach, Grease. Irgendwann wird diese Haxion-Brut sie doch noch erwischen. Diese Typen? Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlte noch, dass ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Stimmt ja. Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen, verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir. Es wird sicher kein Problem geben. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz.
Meint ihr, Grease wettet darauf, ob wir es schaffen oder nicht? Kerl, ich übernehme die Verantwortung. Mach dir darüber keine Gedanken. Schon okay. Als ich Grease fand, hatte er hohe Schulden bei der Brut. Ich hab sie bezahlt. Komplett. Dachte ich zumindest. Jeder hat Probleme. Ja, da hast du wohl recht. Zum Glück haben wir einen fähigen Piloten. Bei dem Sturm. Mit Grease hatte ich wirklich Glück. Er stellt zwar so gut wie nie Fragen, aber wir können ihm unser Leben anvertrauen. Seid ihr da sicher? Hat jemand meinen guten Löffel gesehen? Oh! Wir kriegen das schon hin. Ihr wart mit Cordova nie hier? Nein, aber er hat mich durchaus auf andere Expeditionen mitgenommen. Er war immer hinter irgendeinem neuen Geheimnis her. Da wette ich drauf. Sieht aus, als hätten die Seppo jede Menge hinterlassen. Nicht nur sie. Cordova war fasziniert von der Wahrnehmung der Macht durch verschiedene alte Kulturen. Einige gibt es noch. Außer den Jedi? Es gibt viele Wahrnehmungsformen der Macht, Kerl. Cordova hielt es für wichtig, sie alle zu studieren. Man sollte immer gut vorbereitet sein. Falls wir noch was übersehen haben, sollten wir es finden. Hoffentlich denkst du an was Gutes. Kann man sagen. Ich weiß nicht so viel über alte Kulturen wie du und Sia. Aber meine Urgroßmutter war sehr alt, sehr weise und wusste praktisch alles. Also? Man kann also doch aus der Geschichte lernen. Na schön, genug Gratisweisheiten von mir. Ich bin müde und hungrig. Alles klar, Grease? Ich kenne seltsame Orte, aber der hier ist echt alt. Ey, du denkst sicher, ich wüsste alles. Aber ich weiß nicht viel über Jedi. Oh, das denke ich gar nicht. Es ist aber wahr. Fast nur Mythen und Legenden. Und was sagst du jetzt dazu? Du bist ja bereits eine Legende. Na, ich weiß ja nicht. Ich sag ja nur, Sia und ich haben lang nach dir gesucht, Kleiner. Das letzte Mal, als ich so viel Zeit investiert habe, wollte ich ein Geschenk für meine Urgroßmutter. Und das war mir wichtig, also bist du es wahrscheinlich auch. Hast du es gefunden? Ein Geschenk? Ja, ein Datenpad, wo sie alle Rezepte speichern kann. Ein voller Erfolg. Schon mal was gewonnen? Na, aber hallo. Ein tolles Gefühl. Und wenn du verlierst? Ja, nicht so gut. Aber ich glaube, mein Glück wendet sich gerade. Was? Ich kann es dir voraussprechen. Wer bestreitet das? Geben Sie aber. Feind nähert sich. Okay. Du solltest von dieser Staffel fliehen. Voll drauf. Verstanden. Nähert euch dem Ziel. Ausbluten! Kein Rückzug, bleibt an ihm dran! Ich verstehe.
Er schaltet uns aus! Was macht er da? Von ihm! Ich für dich, oder? Friert sonst noch jemand? Wir haben das... Achtung, Bedrohung! Alles im Griff! Ich will nicht sterben! Oh nein! Oh nein, nein, nein! Mal einen Witz erzählen. Keine Ahnung. Warum? Ha, witzig. Da drin muss es doch Infos über ihre Ausgrabung geben. Immer alles positiv sehen. Danke, Kumpel. Das schon, BD. Was würde ich ohne dich tun?
Ich sehe dich, Jedi. Der Feind ist flink. Du musst dich schon mehr anstrengen. Deine Angriffe sind schwach. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance gegen mich. Kommen jetzt Inquisitoren? Möglich, aber Bracca ist weit weg. Vielleicht denken sie, Auslöschungstruppen erreicht. Oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. Eine Spur vom Grab? Nein, und die Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht. Bleib konzentriert. Pass auf ihn auf, Lady. Okay, wir suchen weiter. Sie beobachten uns. Thank you.
Alle Trupps, Alarmstufe Rot. Ja! Kommandant, schnapp dir kein Licht mehr. Danke für die Hilfe. Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Es ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes.